Dynamos Trainer Markus Anfang verändert nichts an seiner Startelf. Trotz Niederlage im letzten Spiel gegen Sandhausen war Dresden klar besser. Nur das zählt. Gegen Mannheim geht es seit der Rückrunde auch gegen Terence Beuth. Erster Torschuss vom Neuzugang. Beuths Wechsel von Kaiserslautern sorgte in der Winterpause für Diskussionen unter den Mannheim-Fans. Waldhof und der FCK, das ist eine sportliche Feindschaft wie zwischen Dresden und Aue. Dynamo gehört die Anfangsphase ohne die ganz großen Chancen. Luca Herrmann, Lämmer mit der Flanke, Herrmann dann zu zentral aufs Waldhof-Tor. Mit einem Sieg kann Dresden über Nacht die Tabellenführung übernehmen. Spitzenreiter Regensburg spielt erst morgen. So wird das aber nichts wieder, Herrmann. Es fehlen weiterhin die richtig guten Möglichkeiten. 45. Minute, Ecke Hauptmann, Kammerknecht und dann rollt der Ball vielleicht hinter die Linie. Die Dynamos jubeln, sind sich sicher. Hier ist es nur zu erahnen. Und diese Einstellung, die klärt alles auf. Kammerknecht mit dem Rücken, dann ist es der Oberschenkel von Mannheimer Bahn, nicht Zimmerschiedsfuß und der Ball ist auch hinter der Linie. Kurioses Eigentor zur Dresdner Pausenführung. Den zweiten Durchgang eröffnet wieder Waldhof. Terence Beuth, zweite Chance für den Neuzugang, die beste Möglichkeit für Mannheim bis dahin. Und keine Ruhe für Dresden bei der knappsten aller Führungen. Und Beuth lässt sich locker wieder, der 32-Jährige. Diesmal wieder mit dem Kopf. Die Dresdner Führung geht trotzdem völlig in Ordnung. Hauptmann auf den eingewechselten Cueto. Der zieht in die Mitte und probiert es einfach mal. 2:0 für Dynamo in der 61. Minute. Cueto zur zweiten Halbzeit reingekommen für Zimmerschied. Legt sich den Ball auf den starken rechten Fuß und findet die Lücke. Kutschke schiebt da in der Mitte noch, aber das behindert Mannheims Torhüter nicht. Wirklich gefährlich wird Waldhof nicht mehr und rutscht durch die Niederlage auf Tabellenplatz 18 ab. Cueto noch mit der Möglichkeit zu erhöhen. Ein verdienter 2:0-Sieg für Dynamo. Dresden klettert über Nacht auf Tabellenplatz 1 aufgrund des besseren Torverhältnisses.